Yo, willkommen zurück zu Tech Town. So, gestern war der Livestream, wer den gesehen hat, der weiß, was wir gemacht haben. Wer nicht, der kann ganz gerne mal unten in die Videobeschreibung gehen. Dort steht dvtolp.de/livestream. Und dann oben rechts auf Videos gehen. Dort sind dann nochmal alle Livestreams gelistet. Da können wir das Ganze nachholen. Hier leckt wieder alles wie Scheiße. Der Heiko hat hier alle Lampen entfernt. Ich habe mein Texturpackage abgedatet, was jetzt Samstag auf der Website erscheinen soll, die quasi allerdings noch in der Beta-Version dann erstmal startet. Hä, warum habe ich ein Silver Nugget? Voll komisch, ich habe den Silverfish-Spawner mal da weggemacht, weil der hatte irgendwelche Viecher gespawnt. Hä? Also Silverfische und die haben die ganzen Steine kaputt gemacht. Hier verballere ich gerade das ganze Clay, das waren irgendwie über 20.000. Mann, ist das hier dunkel. Und ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Anlauf und... Also Heiko und ich haben es gemacht. Den Stein möchte ich gerne noch ändern aus dem Texturpackage. Aber der Rest sieht schon mal awesome aus, außer die Lampen, die sehen irgendwie scheiße aus, weil die flackern. So, ich habe den Bahnhof weitergemacht. Weil in dem Bahnhof soll natürlich auch noch mehr kommen, wie zum Beispiel diese Rüstungsständer. Bedrock ist noch nicht ganz fertig, da war Heiko gerade noch dran. Das ist ja super aufwendig, die ganzen Bedrock-Barren herzumachen. Dann Mutt, auch sehr interessant. Da habe ich eine ganze Anlage für gebaut, um das Zeug zu bauen. Dann Quantum, hat der Heiko auch gebastelt. Dann habe ich noch eine Power-Armor gebaut, wo allerdings keine Module drin sind. Dann die Amethyst-Armor, die Bronze-Armor und die Iron-Armor. So, wir gehen jetzt mal rein. Ja, das ist jetzt im Grunde hier dieses Restaurant, was hier hin soll. Ich denke mal, hier kommt eine Theke hin, wo man dann bedienen kann. Und dann kann man sich hier hinsetzen. Abstand ist immer Stuhl, leer, Stuhl, Tisch. Stuhl, leer, Stuhl, Tisch, sodass da auch ordentlich Platz ist. Genauso wie hier draußen. Dann auch zwei Tische und das ist sogar ein White Metal Post. Yeah, man. Und als Lampen haben wir die Celestial Crystal Cover. Ja, und den Boden, der war ja so total weiß, das sah ein bisschen zu steril aus. Und das ist jetzt Bone Stone. Der wird aus Bone und Clay Bricks hergestellt. Ja, mit der Achterbahn sind wir dann im Stream gefahren. Zwei, dreimal. Einmal, da war der Stream noch gar nicht an. Das war auch ganz witzig. Und... ja, ich glaube, das war's. Das war's. Aber ich möchte jetzt gar nicht hier am Freizeitpark heute weiterbauen. Ich möchte gerne nochmal in die geheime Base. Und zwar, wie mache ich das am besten? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die Portal Gun. Der Sips hat übrigens einige Mobs. Guck mal, selbst der Zauberstab ist das richtig geil. Und wir müssen dann nochmal durch das Buch dahin. Ich muss nochmal gucken, welches Portal war da. Das blaue. Hui. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen. Ich habe es jetzt schon mal bei Sims gemacht. Einfach mal testweise. Und zwar habe ich dort gesagt... bei 2000 Bewertungen kommt jeden Tag eine Folge. Würde ich bei Tekton jetzt nicht machen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ihr gerne bewerten sollt. Und auch eure Secret World, das war die. Und auch eure ehrliche Meinung dann zu dem Part schreibt. Am besten, sag ich mal, von wegen, euch hat die Folge jetzt nicht gefallen, weil XY Daumen runter. Finde ich voll in Ordnung. Und andersrum, boah, die Folge ist geil, gebe ich einen Daumen hoch. Sowas dann halt. Also ihr sollt aktiver den Bewertungsbutton benutzen, hoch oder runter, ganz egal. Hauptsache ihr benutzt es und sagt eure Meinung, wie ihr das fandet, weil nur so kann ich was verbessern an dem ganzen Kram hier. Ah ja, das ist auch gut. Am Sludge-Spoiler, da wird man krank in der Nähe. Der macht aus diesem Sludge, was ich vorher immer in so Pipes geleitet habe, macht der Random Items. Hätte ich da mal eher gewusst, dann hätte ich random noch mehr Items jetzt. Und da kamen dann halt diese Mattbälle raus, die dann richtig cool waren. So, jetzt kommt wieder die gute... So, hier habe ich ein bisschen weitergebaut. Da sollen jetzt zwei Farmen hin. Jetzt, wo ich weiß, dass man auch aus Sludge was herstellen kann, wollte ich es wieder ein bisschen anders machen. Aber dazu dann gleich mehr. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Willkommen in Lake City. Now you are in Lake City now. Genau, ich wollte das Buch da oben wegholen, bevor ich es vergesse. Ich habe jetzt gerade schon vergessen, die Karte auszumachen. Gerade noch dran gedacht und dann weitergelabert und dann die Karte angelassen. Buch, 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 da. Das Geräusch ist so brutal. Ich hatte auch schon die Idee, hier alle wichtigen Sachen rauszunehmen und dann das Haus zu sprengen mit einer Nuke. Fanden die im Stream eigentlich ganz lustig. Ich weiß noch nicht, ob ich es dann letztendlich mache. Aber zumindest könnte man, wie gesagt, ich denke mal, ein großer Leck-Faktor ist auch das hier. Weil das arbeitet richtig hardcore.
Ich würde fast schon sagen, dass ich das Ganze mal entschlacke. Was geht ja da oben um Monster Essence, um dann wieder mehr Items zu bekommen. Aber ich habe ja momentan richtig viele Items. So, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal... Scheiße, wir brauchen auf jeden Fall erstmal so ein Zeug hier. Cobblestone nennt sich dieses Zeug. Und dafür nehmen wir mal so einen hier raus. Hä? Ach, das ist normaler Cobblestone? Compressed? Hä, was ist denn da los? Okay, ich nehme einfach mal alles raus. Doof ist ja, ich habe gar keinen Cobblestone mehr. Und wenn ich einen blöden, verkackten Ofen bauen will, dann kann ich das nicht. Weil ich keinen Cobblestone mehr habe. Total blöd. So, ein Ofen. Und ich werde jetzt einfach mal so bauen und zwei Ofen. Das so machen, dass man auch ziemlich leckfrei baut. Dazu brauche ich auf jeden Fall, wenn man Fluiduct nimmt. Sieht zwar geil aus, die offenen, aber die Zun sind leckfreier in dem Moment. Ich meine, ist klar, da muss keine Flüssigkeit abgebildet werden. Fluidukt. So, wir brauchen einen Sludge. Sludge, so? Wird der so gebaut? Ach mal, warum riecht der denn da oben ein? Ich weiß, ich kann es synchronisieren, aber will ich gar nicht machen. Da ist Sludge-Spoiler. Sludge-Name. Habe ich Sludge? Nee. Ich habe doch keinen Sludge. Wie voll lustig, den kann man sogar zersägen, weißt du? Und manche Sachen, die man zersägen möchte, die kann man nicht zersägen. Voll blöd. Genau, die Öfen. Ich glaube, ein Sludge-Spoiler reicht für diese Anlage, die ich da mache. Dann brauche ich auf jeden Fall Harvester. Harvester! Und das T-Shirt-Design ist fertig. Ich warte jetzt quasi nur noch auf meinen Spreadshirt-Mann, also wo mein Shop liegt. Weil da ist jemand, der meine Designs annimmt und die dann auf die T-Shirts verteilt. Habe ich so einen Ansprechpartner und auf den warte ich quasi noch, damit die dann laufen. Was brauche ich noch? Ich brauche quasi diesen Planter. Planter. Und da muss ich gucken, dass wir ganz viele verschiedene Bäume nehmen und auch andere machen. Und dann brauche ich auf jeden Fall nochmal Gras. 1, 2, 3. Oh, was ist das denn? Oh, geil. Graphitbar sieht richtig anders aus. Habe ich schon gesagt, dass ich das Texturpackage abgegradet habe? Ich glaube schon. Weil Big Reactor sieht jetzt richtig cool aus. Aber seht ihr gleich. Falls ihr es noch nicht kennt. Und ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Planter. Planter. Ja, jetzt heute wäre so eine Folge, wo man viel baut. Aber gehört halt dazu. Also viel crafted, aber ist halt ein Crafting-Projekt. Planter. Dann brauchen wir noch Sandstones. So, und jetzt wollte ich einfach mal überlegen, was will ich denn alles anpflanzen? Direkt. So, direkt. Oh, andersrum, ich sehe gerade. Red Sandstone. Finde ich jetzt gerade irgendwie geiler. Red Sandstone Bricks. Kann ich damit auch Bricks machen? Smooth Sandstone. Was können wir denn alles aus Sandstone machen? Sand. Da haben wir so Sandstone, Chisel Sandstones und Sandstone Bricks. Ach so, mit... Ah, okay, ich verstehe. Ah, ich verstehe, mit der Chisel. Sehen, werde ich da vielleicht Bricks einbauen. So, gut, dass ich Chisel schon mal draußen habe. Ach ja, Smooth Sandstone. Ah gut, den hätte ich auch so bauen können. Chiseled und... Sandstone Brick. Weil ich finde irgendwie mal eine andere Bauvariante. Man kann ja einfach diesen Sandkram nehmen. Finde ich eigentlich ganz cool. Und ich weiß nicht, ob man damit jetzt auch Treppen machen kann. Wäre aber auf jeden Fall mal geil. Wäre eine geile Sache. Weil da sind Treppen. Ach ja, da ist egal. Das sind aber ganz normale Sandstone Stairs. Ja, egal, passt schon. Passt schon. Machen wir mal ein Geländer damit. Die gibt es auch noch. Ja, lol. Dann kann ich im Grunde genau dasselbe wie hier bauen, nur mit Sandstein. Nur mit Sandstein zusammen. Hui. Wupp. So, Big Reactor ist jetzt mit Swax. Wie man sehen kann, sieht's richtig nice aus, finde ich. Dann geht's auch runter. Und wie gut es eigentlich hier läuft, wenn man mal beobachtet. Aber gut, hier ist ja noch nichts, ne, im Grunde. Hier ist noch immer so eine Lampe drin. So, ursprünglich dachte ich, ich mache es so, aber ich würde fast schon sagen, dass ich die wegmache. Oh mein Gott. Und dann die Sandstone Bricks dahin mach.
in der Mitte Wege, dann kommen die Bäume da raus mit so einem Geländer. Ich überlege, also ich mache jetzt gerade schon so einen Plan im Kopf, wie ich das am besten baue. Aber das mache ich ja meistens. Sandstone. Ich würde sagen, hier in der Ecke bauen wir den schon mal. Einfach nur, um zu gucken, wie er nachher aussieht. Weil dann kommt hier der Planter dran. Falsch, weil auf dem Sand wächst nichts. Fail. Planter dran. Und hier kommt dann die Erde drauf. Hier muss natürlich noch Licht hin, aber ich würde sagen, dann nämlich ganz normale Fackeln. Ach, guck mal, wie das aussieht. Dank Optifine ist er komplett. Weißt du, ich bin total blöd, ne? Warum mache ich nicht so? Jetzt könnt ihr auch endlich was sehen. Mit dieser Night Vision vergesse ich das jedes Mal. So. Wir drehen uns einmal im Kreis. Wird immer größer. Ich glaube, das ist jetzt so ein 5x5 Feld. Oder 7x7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genau. 7x7 Feld. Dann machen wir die Steine da noch drum. Aber der Stein sieht schon mal sehr gut aus. Also, vor allen Dingen ist er dann auch nicht wieder in diesem trostlosen Grau, sondern mal ein bisschen farbenfroh. Und ich muss natürlich noch gucken, was man hier an Pflanzenkram anbaut. Den Harvester könnte man eigentlich hier hinten hinmachen. Andersrum könnte man die Felder auch ganz an die Wand machen und die Kabel einfach in die Wand stecken. Ach, scheiße. Ne, ich lasse es so, weil dann hat man hier ein bisschen Platz für die Baumkronen. So ist gut. Ich meine, die Kabel kann man ja trotzdem in die Wand stecken. Sandstones. Oh, das war falsch. Und dann geht's halt in die Wand. So, jetzt machen wir das nächste Feld. Ich habe die immer so ein bisschen im Abstand, hier zwei Felder, wie gesagt, damit die Blätter auch Platz haben oder die Bäume auch Platz haben und sie nicht gegenseitig nur blockieren. Muss nochmal gucken, wie groß das hier wird. Ich hätte auch am liebsten alle Arten von Bäumen, außer jetzt Jungle Wood, weil das braucht man nicht. Weil Jungle Wood kriegt man ja aus diesen Rubber Saplings. Also aus den Rubberbäumen und deswegen sind Jungle-Bäume unnötig. Jungle Wood. Planter. Und schreibt ruhig mal in die Kommentare. Ich meine, die Base hier, die findet bei manchen Anklang, bei manchen jetzt nicht, weil die möchten, dass ich das Haus da halt weiterbaue. Aber so könnte man halt wirklich mal von Grund auf meine Fabrik bauen, die aufeinander abgestimmt ist. Ob ich es dann letztendlich schaffe, weiß ich noch nicht, weil ich baue jetzt relativ wieder spontan aus der Birne raus. Also ich habe, das wäre nichts vorgeplant. Was jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein muss, aber andersrum würde ich jetzt fast schon sagen, wir machen die komplette Reihe zu mit den Dingern. Also je nachdem, wie viele wir im Endeffekt brauchen. Sechs, sieben. Was ist das? Lololololol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, manchmal hat man irgendwie so ein Brett vorm Kopf, ey. Sandstone. Aber ich würde ganz gerne dann noch vielleicht hier vor mittig das Kabel vorlegen, so auf jedes Gerät. Bis das irgendwie cool aussieht. Genau, Sandstone. Und hier muss ich jetzt echt mal gucken. Ich habe jetzt nämlich gerade wieder so ein Brett vorm Kopf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, 7. Stimmt, da kommt so ein 5er-Upgrade rein und dann hat man 7 im Quadrat. Weil 2 macht er sowieso schon, also 3 mal 3 und dann plus 5 sind 8. Egal, wird schon irgendwie passen. Passt schon. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, da weg. Das ist gut. Da ist der Planter drin. So, ich würde aber fast schon sagen, wir machen jetzt mal eine kürzere Folge und ich würde sagen, in der nächsten Folge werde ich die Farm hier stehen haben und dann verkabeln wir das Ganze mal. Und dann gucken wir mal im Endeffekt, was da drauf wachsen wird. Und dann können wir mal gucken, wie wir die anderen Sachen hier verkleiden. Ich mache die Sachen, glaube ich, erstmal weg. Wir müssen da erstmal alles anschließen und dann können wir es verkleiden. Aber finde ich gut, es passt. Ne, schade, passt nicht mittig. Vielleicht versetze ich die jetzt alle nochmal. Oh, gut. Wie gesagt, benutze den Bewertungsbutton für die Folge und ansonsten bis zur nächsten Folge von TechTown. Tschüss.